Vielen Dank für die Einladung. Ich bin in der Tat jetzt zum wiederholten Mal hier und komme jedes Mal wirklich sehr, sehr gerne. Und das ist also für mich unter den vielen, vielen Veranstaltungen, zu denen man eingeladen wird und die auf den Kalendern stehen, wirklich ein Highlight. Und ich habe auch das Gefühl, ihr übertrefft euch jedes Jahr wieder selbst. Ja? Also nee, wirklich, also im Sinne von Programm und Teilnehmern und Setting und Sonne. Ja? Und dann sehr stark geprägt, auch für dich durch dich als Persönlichkeit. Also beim Namen von allen herzlichen Dank, dass du das jedes Mal machst. Ich finde es wirklich super. Ja? Und in der Tat bin ich zum dritten Mal heute schon hier auf der Bühne. Einmal zu Xing-Zeit, damals ich bei eBay war. Und heute wieder. Und ich vermute mal, der Grund, dass ich heute hier bin, ist der, dass ich ja in gewisser Weise die Seite gewechselt habe. Ich war 10, 15 Jahre immer auf der Seite der Angreifer, der Attacker. Ja, ich war eben in einer relativ frühen Phase bei eBay, wo das Wachstum sehr stark war und wir sehr aggressiv in Deutschland, in Europa, weltweit wachsen konnten. Ich habe dann 4 Jahre Xing führen dürfen. Also habe so 10, 15 Jahre digitale Geschäftsmodelle mitentwickelt und gesteuert. Und seit einem halben Jahr bin ich in gewisser Weise in eine andere Welt abgetaucht. Du hast es gesagt, ich bin jetzt bei BCG Digital Ventures. Wir sind eine Tochtergesellschaft von BCG. Wir verstehen uns aber nicht primär als Berater. Wir verstehen uns tatsächlich mehr als Gründer und Unternehmer, weil wir zu großen Unternehmen hingehen, zu etablierten Unternehmen hingehen, mit dem Pitch und mit dem Ziel, gemeinsam mit diesen Unternehmen ein neues Venture zu entwickeln und zu bauen, auf die Beine zu stellen, ein Startup idealerweise. Und wir bringen das dazu mit, was man dazu typischerweise braucht, nämlich ein Team. Also bei uns findet man kreative Produktmanager, Designer, Architekten, also Softwarearchitekten. Man findet bei uns, wir bringen eine Methodologie mit, ja, eine Methodologie bestehend aus Design Thinking Elementen, Lean Startup Elementen, mit dem Ziel, eben gemeinsam innovative Produkte, Geschäftsmodelle zu bauen und an den Markt zu bringen und auch gemeinsam da rein zu investieren. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das nötig und wichtig ist und mir auch ein Herzensanliegen ist, abgesehen davon, dass es auch ein Business ist, ist es mir auch ein Herzensanliegen, weil, ich glaube, Conny, da stoße ich ein bisschen in ähnliches Horn wie du heute Morgen. Wir müssen schon aufpassen, dass uns in diesen klassischen Industrien, von denen wir hier in Deutschland sehr stark leben, nicht ein Stück weit das passiert, was uns in Europa und auch in Deutschland, in Europa im B2C-Internet passiert ist. Weil, etwas überspitzt gesagt, Europa findet im B2C-Internet nicht statt. Von Ausnahmen immer abgesehen, muss man das leider so sagen. Ich kriege das jeden Monat wirklich aufs Brot geschmiert, weil ich jeden Monat so ein Newsletter, einen Report bekomme von einer Investmentbank, von Jefferies, kriegt wahrscheinlich auch der eine oder andere hier, die Internet Monthly, da schauen die jeden Monat an und analysieren jeden Monat die 250 größten börsennotierten, muss man einschränkend sagen, 250 größten Internetunternehmen weltweit. Möchte mal jemand raten, wie viele von den 250 aus Deutschland sind? 8. Macht es mal nicht schlimmer, als es ist. Es sind 8. Dabei ist aber auch eine Springer, ja, wo man jetzt bei allem Respekt schon sagen muss, ist eine großzügige Definition von Internetunternehmen. Und ansonsten sind es Rocket und Zalando und dann viele von diesen, sag mal, kleineren mittelständischen wie Xing, Tomorrow Focus, Zooplus und so weiter. Wenn man sich die Großen anguckt, die 12 ganz Großen, die 12 Bellwethers, die 12 Größten weltweit, sind davon 9 amerikanisch und 3 chinesisch. Und das reflektiert ziemlich gut die Situation, wie sie ist. Amerikanische große Plattformen beherrschen Amerika und Europa, ja, und China macht sein eigenes Ding. Und auf diesem Level findet Europa nicht statt. Die letzte erfolgreiche, wirklich globale, erfolgreiche, in dem Maßstab erfolgreiche IT-Gründung aus Deutschland ist wahrscheinlich SAP und das ist 40 Jahre her. Also, die klassische Industrie, da darf das nicht nochmal passieren. Und die klassische Industrie steht vor sehr, sehr schwierigen Fragen, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Automobil zum Beispiel. Ja. Da kommen Google und Apple daher und bauen demnächst selber Autos. Google entwickelt selbstfahrende Autos, Apple hat angekündigt, selber ein Fahrzeug zu bauen. Das wird noch lange dauern, bis das wirklich relevant ist. Aber schon heute sind ja Google und Apple mit Produkten wie Android Auto oder Google Car im Auto präsent und versuchen das Thema Connected Car, also die Schnittstelle zwischen Fahrer und eigentlich dem Fahrzeug, zu besetzen.
Wie soll man darauf reagieren als OEM? Geht man da mit? Geht man da Partnerschaften ein? Baut man da sein eigenes Ding? Schwierige Frage. Ähnliches Thema im Bereich Connected Home, ja, Smart Home. Wenn man beispielsweise ein Heizungshersteller ist, davon gibt es viele große, milliardenschwere Unternehmen in Deutschland, die es seit vielen Jahren erfolgreich machen, seit Jahrzehnten. Und jetzt kommt Google Nest und setzt sich wiederum zwischen die eigentliche Hardware und den Consumer. Wie geht man damit um? Baut man eine App im Google-Ökosystem? Setzt man dem eine eigene Plattform entgegen? Schwierige Frage. Oder im Bereich Finanzdienstleistungen, was kann man eigentlich tun, wenn man eine Bank ist und man sieht die Fintech-Investments und die diversen Dinge, die da passieren an ganz vielen Stellen der Wertschöpfung, wie kann man darauf reagieren? Und nach meiner Erfahrung jetzt, und ich habe im letzten halben Jahr wahrscheinlich mit Vertretern von etwa der Hälfte der DAX-Unternehmen auch im europäischen Umfeld gesprochen, und das ist ja für mich auch eine neue Welt, weil ich eben aus dieser eigentlich digitalen Welt mehr komme, und meine Erfahrung oder meine Erkenntnis, wenn man so will, was ich da sehe, ist, die große Herausforderung, die diese klassischen Firmen haben, ist, dass sie in den digitalen Umfeldern mit einer anderen und neuen Art von Innovation konfrontiert sind. Es gibt aus meiner Sicht einen fundamentalen Unterschied dazwischen, ein bestehendes Geschäftsmodell zu managen und weiterzuentwickeln, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ein völlig neues Geschäftsmodell zu erfinden, zu entwickeln, aufzubauen. Das sind zwei Dinge, die so unterschiedlich sind, dass sie fast nichts miteinander zu tun haben. Man braucht andere Leute, es laufen andere Dinge und Prozesse ab, ich brauche andere Instrumente. Wenn ich ein bestehendes Geschäftsmodell manage, dann geht es um Effizienzen, es geht um inkrementelle Verbesserungen, es geht darum, auf den Kunden zu hören, was der sagt, und das Produkt, den Dienst entsprechend anzufassen. Es geht darum, viele von den Instrumenten einzusetzen, die alle die gelernt haben, die mal Business Administration, übrigens in Business Administration steht das Wort Administration drin, die mal Business Administration gelernt haben, Instrumente wie Budgets. Ja. Budgetallokation ist eines der wichtigsten Management-Instrumente, wenn es um das Management eines Geschäftsmodells geht. Es geht um Strategien und langfristige Planung. Es geht um Controlling und Soll-Ist-Abgleiche. Alles wichtige Instrumente, die diese großen Unternehmen perfekt beherrschen und diese zu dem gemacht haben, was sie heute sind, nämlich große, starke Unternehmen. Alle von Ihnen, und ich weiß, viele hier im Raum haben das schon mal gemacht, die mal aus eigener Kraft ein neues Geschäftsmodell aufgebaut haben, wissen, dass nichts von dem mir irgendwie hilft. Wenn ich ein neues Geschäftsmodell von nichts aufbauen will, dann geht es um MVPs. Was ist das Minimum Viable Product, mit dem ich ganz schnell an den Markt gehen kann, um Feedback einzusammeln, um zu iterieren, um es weiter auszufeilen und zu verbessern? Vielleicht ein Pivot zu machen, wenn es überhaupt nicht funktioniert, und neu anzufangen. Wie kann ich über Portfoliostreuung mein Portfoliorisiko streuen? Wie kann ich Finanzierungsrunden angehen? Und wie denke ich in Meilensteinpläne, um von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde zu kommen? Nichts von dem beherrscht jemand, der gelernt hat, bestehende Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und im Übrigen, fast nichts von dem wird klassischerweise in der BWL gelehrt. Kein Wunder also, dass die klassischen Unternehmen, die groß sind, weil sie erfolgreich daran gewesen sind, Jahrzehnte, teilweise 100 Jahre lang bestehende Geschäftsmodelle durch inkrementelle Veränderungen zu optimieren, kein Wunder, dass diese Unternehmen sich schwer tun in einer Welt, in der Disruption, also das Entstehen komplett neuer Geschäftsmodelle, immer wichtiger, immer grundlegender und immer umfassender wird, in immer mehr Branchen Platz greift. Automobil und das ganze Thema House Appliances habe ich gerade als Beispiele genannt. Das ist aus meiner Sicht eine der zentralen Herausforderungen, vor der klassische Unternehmen, klassische Industrien stehen in Bezug auf Digitalisierung, auf neue digitale Geschäftsmodelle. Und es überrascht mich deswegen überhaupt nicht, dass viele auch Corporates auf Mountain Partners und andere zugehen und sagen, wie gehen wir jetzt damit um? Was können wir jetzt eigentlich tun? Weil nichts tun ist keine Option, man kann ja auch einiges tun. Und in der Tat bin ich der Meinung, dass die Öffnung für externe Innovation, die Öffnung gerade auch zu Startups,
ein ganz wesentlicher Hebel ist, den klassische Unternehmen haben, um diese neuen Impulse an sich heranzulassen, um vielleicht auch von diesen Fähigkeiten zu lernen, die ich gerade beschrieben habe, die gut geführte, auch nicht alle, aber gut geführte Startups typischerweise haben, für sich zu nutzen und vielleicht auch ein Stück weit in die Firma reinzubringen. Also dieses ganze Thema mit Startups in Kontakt kommen, zu lernen, einen Inflow an Informationen, an Know-how auch an Leuten zu haben, ist, glaube ich, da ein ganz wichtiger Hebel. Die zweite Herausforderung, vor der klassische Unternehmen stehen, ist, einen Raum zu schaffen, wo ich eine Governance habe, die der eines Startups ungefähr gleichkommt. Eines dieser Dinge, die Startups sehr gut können, ist, einfach mal zuzugeben, dass etwas nicht funktioniert hat und neu anzufangen. Ein Pivot zu machen. Einige der erfolgreichsten und heute berühmtesten Unternehmen haben irgendwann in ihrer Geschichte einen Pivot gemacht, haben festgestellt, dass ihr heutiges Konzept nicht funktioniert und haben ein neues Konzept angefangen. Versuchen Sie mal, in einem klassischen Controlling einen Pivot zu machen. Erklären Sie mal Ihrem Controller, dass Sie zwar wahnsinnig viel gelernt haben, aber diese Idee leider nicht funktioniert hat. Sie verpassen Ihr Budget. Sie können Ihre Deliverables nicht abliefern. Sie können das, was Sie im operativen Plan versprochen haben, nicht nachweisen. Das machen Sie einmal und wenn Sie es nochmal machen, ist es nicht gut für Ihre Karriere. Diese Art von Governance-Struktur, die klassische Unternehmen groß gemacht hat, muss man so anpassen in ausgewählten Bereichen eines Unternehmens, dass diese Governance-Struktur da nicht zählt, dass es da okay ist, einen Pivot zu machen. Dass dieses ganze Konzept von fail early, also wenn was nicht klappt, ist es in Ordnung, aber merke es schnell und reagiere darauf, zur Realität werden kann und nicht in den eingeübten Strukturen und Controlling-Prozessen stirbt. Also Governance-Strukturen, glaube ich, ein ganz fundamentales Element. Und am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, vor der klassische Unternehmen stehen, am Ende des Tages reden wir aber von einer kulturellen Veränderung, die in vielen Unternehmen meines Erachtens dringend angebracht ist. Tatsächlich ist es ja so, dass gerade in hiesigen Unternehmen, gerade in deutschen Unternehmen eine starke Engineering-Kultur herrscht. Die sind ja sehr technologiegetriebene Unternehmen, sehr ingenieursgetriebene Unternehmen. Das heißt, die technischen Herausforderungen aus der Digitalisierung sind ja keine großen, wirklichen Herausforderungen. Die wahren Herausforderungen sind kultureller Natur. Wie gehe ich mit unterschiedlichen Innovationsanforderungen um? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Kooperationsanforderungen um? Wie bewege ich mich eigentlich in einem Ökosystem wie in einem Store? Wie mache ich vielleicht eine Datenstrategie? Wie öffne ich mich anderen, teile einen Teil meiner Daten, um Dritten vielleicht im Wege einer Plattform die Möglichkeit zu geben, mit meinen Daten innovativfähig zu werden? Alles Abläufe und Verhaltensweisen, die in klassischen Unternehmen nicht gelernt sind. Das ist sozusagen mein Wunsch an diejenigen, die aus klassischen Unternehmen hier im Raum kommen, das in die Organisation reinzutragen. Aus meiner Sicht eine zentrale Herausforderung, um diesen digitalen Wandel, den wir alle durchleben und uns auch lange begleiten wird, erfolgreich zu gestalten. Ich glaube sehr stark daran, dass in klassischen Industrien sehr, sehr viel Potenzial darin steht, diese digitalen Prozesse, digitale Geschäftsmodelle für sich zu entwickeln und dann diese Jahrzehnte, teilweise 100 Jahre alten Unternehmen auch in eine neue Zeit zu überführen. Aber es braucht nach meiner Ansicht sehr viel Arbeit und sehr viel Veränderungsbereitschaft in diesen Organisationen. Vielen Dank. Jetzt können wir gerne noch darüber diskutieren.